Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Und allein der Arthur, er will das Sackprofil nicht machen. Deswegen muss ich es machen. Wir sind hier auf Chunks Turnier, CCG, CTS, Top 8, Maxi. Ja. Was hast du gespielt? Ich habe Mermel gespielt und ich bin in die Top 8 gekommen. Alles klar. Gegen was hast du verloren? Ich habe jetzt gegen Magic Spectre verloren, aber ich habe in den Vorrunden gegen den gleichen gespielt und habe gewonnen. Also. Alles klar, dann sag mal. Also, ich spiele eine Deep Sea Diva und drei Prinzen. Ich glaube, das ist normal. Wo sind die? Oh, ich habe auch noch nicht zurückgebordet. Dann dreimal Toys. Viele spielen nur zwei, aber man braucht drei. Und drei Megalo und ein Lied. Das sind so die großen Monster. Okay. Dann spiele ich von den Mermels noch eine Linde. Man braucht sie mit der Sphäre. Zwei Gundne. Mhm. Die alle spielen nur eine, aber man braucht sie, weil einfach wenn du Megalo hast und noch irgendein Mermelmonster, schaffst du mit ihr ein OTK. Drei Inflantrien. Weil im Moment, ich spiele zwei Marksmen. Ich würde das immer umändern. Wenn jetzt zum Beispiel wieder das Meta ist mit viel Backrow, würde ich drei davon spielen und zwei davon. Aber im Moment spiele ich anders. Das ist Side-Deck. Einmal die Ausrüstungszauberkarte und die zum Suchen. Zwei Dragoons, weil es die beste Karte ist. Und zweimal den Kaiju, weil heute viele BA spielen. Und einmal den Moon Glacier für den Handloop. Dann spiele ich einen Twin Twister, weil es noch Platz für nur einen war. Und drei Instant Fusion. Noch Upstart, Soul Charge, One for One. Dabei ist noch die zweite Runde. Und ich spiele noch einen Pike. Das ist alles im Side-Deck. Und was spiele ich noch im Main-Deck? Ich spiele noch drei Wailer, zwei Max T und ein Raigeki. Dann für Side-Deck. Viele lassen mich dann immer anfangen. Und deswegen spiele ich dann gegen die ganzen Pendel-Decks drei Strikes und eine Warning im Side und zwei Twin Twister. Dann habe ich noch Ghost Ogre rein, einfach weil ich sie gut finde, weil man auch mit Instant Fusion dann auf Black Rose gehen kann. Willst du jetzt mitfahren? Und ja, ich bin gleich fertig. Und zwei Breakthroughs gegen BA und Forbidden Chalice auch gegen BA. Dann habe ich Book of Moon gegen BA rein. Ah, nee, das war gegen Monax, Book of Moon war gegen BA und das war auch noch gegen Blue Eyes. Und dann im Extra-Deck ein Ordner. Dann diesen Fisch. Herold. Ich mache Herold immer mit Fisch und mit Prinz auf der Hand. Und dann einen Korallendrache, weil es die beste Karte im Extra-Deck im Moment ist. Dann den Black Rose. Den mache ich mit Ghost Ogre und Instant Fusion. Den brauche ich mal auch noch für den OTK und Trischler. Dann von den Exceeds spiele ich die hier. Man braucht eigentlich alle. Den braucht man für den vier Handkarten-Loop. Dann spiele ich noch Emerald, Arc, Castell und Dweller. Das war's. Alles klar. Danke dir. Glückwunsch. Und leider nicht. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite. Und leider nicht.